Derkon, schön, dass wir bei Ihnen vorbeischauen können. Guten Morgen. Hi, grüß Sie. Herr Derkon, Chef des Hauses der Kunst. Sind Sie Surfer? Ich bin kein Surfer, aber Surfing ist für mich eine ganz wichtige Idee, weil Surfing hat zu tun mit Inspirationsquelle. Und ich versuche, auf die Welle zu surfen, die Welle von Informationen über Kultur oder Informationen über Politik, weil wir müssen hier ganz in dieses Büro ganz viele Entscheidungen treffen, die immer auf die Schnittstelle sind zwischen Kultur, Politik, Wirtschaft und so weiter. Also Surfing ist ein wunderbares Bild, obwohl ich selber kein Surfer bin. Und wegen das haben wir auch dieses Ding da stehen. Wegen der Welle, die direkt bei Ihnen um die Ecke ist. Jeder weiß, der das Haus der Kunst kennt, da sind die Surfer. Sie sind ja nun Belgier und seit 4 Jahren sind Sie sozusagen der Gestalter, der Chef des Haus der Kunst. Was ist denn in diesen 4 Jahren jetzt hier passiert, wo Sie sagen, das ist mir sehr wichtig gewesen, dass das passiert ist? Naja, das Erste, was passiert ist, das war hier das Büro von das Direktorat. Ich meine, schon seit die 30er Jahre. Und das Erste, was passiert ist, dass ich hier alle alten Möbel weggeschmissen habe. Und wir haben wirklich, das war ein bisschen das Haus der Kunst, weil ein verramster Bahnhof. Und wunderbare Ausstellungen, absolut top. Aber man muss auch mit das Gebäude umgehen können. Also das Erste, was wir gemacht haben, ist hier zum Beispiel die alten Möbel weggeschmissen und dann sind wir weitergegangen. Wir haben irgendwo einen Container gesetzt und alles, was hier die letzten Jahrzehnte dazugekommen ist, haben wir einfach entfernt. Wer hat denn da besonders laut geschrien und gesagt, das kann er doch nicht machen, kommt hier neu her nach München und schmeißt erstmal alles raus? Nein, so geht das nicht. Ich meine, wir haben natürlich darüber diskutiert mit das Team, wir haben auch mit der Öffentlichkeit diskutiert und wir haben gesagt, wir machen eine Art von kritische Rekonstruktion, weil wenn man nicht gut mit seiner eigenen Geschichte umgehen kann, kann man auch nicht mit der Zukunft umgehen. Also wir haben gesagt, nicht nur Ausstellungsprogramm, aber auch nachdenken über die Geschichte von das Gebäude und die Geschichte auch transparent machen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Das Zweite, was wir gemacht haben... Lassen Sie uns kurz nochmal, weil Sie die Geschichte angesprochen haben. Und es gibt sicherlich den ein oder anderen Zuschauer, der eigentlich die Geschichte des Haus der Kunst gar nicht so genau kennt. Also man weiß nur, 1933 wurde es angefangen zu bauen und Adolf Hitler hat hier sich also sehr breit gemacht, hat immer jedes Jahr eine Kunstausstellung eröffnet, hat sich als Mäzen gegeben, hat Kunst gekauft. Wenn man das alles weiß, Belgier ist, nach München kommt, Was geht dann in einem vor? Was möchte man dann hier als Erstes bewegen? Ich glaube, die Geschichte, die Sie erzählen, das ist nur ein Teil von der Geschichte. Es stimmt, dass in 1937 das Gebäude eröffnet ist. Es stimmt, dass es hier die große deutsche Kunstausstellung gab mit ein Kunst für ein Volk und so weiter. Aber das ist nur ein Teil von der Geschichte. Das andere Teil von der Geschichte, was passiert ist nach 1945, dass hier Guernica von Picasso gezeigt ist, dass es hier unglaubliche Künstlerfeste gab, dass Joseph Beuys hier eine Skulptur gemacht hat. Die Geschichte gehört auch dazu. Und die Geschichte 37-45 ist natürlich phänomenal wichtig, weil eigentlich ist das Haus der Kunst ein Monument von Ikonoklasmus von 20 Jahrhundert. Die Künstler sind eigentlich hier in ihre Freiheit eingeschränkt. Wenn man damit konfrontiert ist, mit das Gegebene, mit dieser Ebene, dann hat man eine unglaubliche Inspirationsquelle. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil von der Geschichte, weil die zweite, dritte, vierte, fünfte Geschichte fängt an in 1945. Wissen Sie, dass in 1953, dass man das Gebäude sogenannt normalisiert hat, man hat die Bäume hinten und vorne das Haus der Kunst gesetzt und man hat alles weiß gemalt. Und man dachte, wenn man das hier weiß malt, dann ist das normalisiert, dann ist die Geschichte weg. Das geht auch nicht. Man muss mit die Geschichte mitreden und gegen die Geschichte reden. Wir stoßen, wenn wir jetzt gleich durchs Haus der Kunst gehen, laufend auf Dinge, auch auf Dinge, die Sie wieder rausgeholt haben. Plaketten, wo alle die Förderer von 33 auch mit draufstehen. Aber trotzdem, Sie haben völlig recht, nach 45 und auch die Zeit, seitdem Sie hier sind, hat das Haus eine tolle Geschichte. Da drüben Patti Smith, ich meine, das ist eine Sängerin, mit der die 80er-Generation groß geworden ist. Wie sind Sie auf Patti Smith gekommen? Wie haben Sie die hier nach München geholt? Ich
könnte mir vorstellen, dass das eine, das schafft nicht jeder. Das war eine von den ersten Projekten, das stimmt, Patti Smith. Und Patti Smith ist eine Künstlerin, die nicht nur Musik macht, sie schreibt nicht nur Bücher und Gedichte, sie macht auch unglaubliche Zeichnungen, sie macht Fotos, sie ist eine sogenannte Around-Künstlerin. Und diese verschiedenen Gattungen, die interessieren uns. Und mit Patti Smith gibt es dann eine Ikone von der Popgeschichte, die alles macht. Und sie ist auch eine starke Frau. Wir sind ganz interessiert in starke Frauen. Wir haben starke Sammlerinnen gezeigt. Und jetzt gibt es wieder diese starke Japanerin, die 78-jährige Yayo Kusama. Aber es gibt natürlich nicht nur Patti Smith. Es gibt die Geschichte, wie gesagt, das ist eine Ausstellung aus 1958, die internationale Filmkunstausstellung. Mhm. Wissen Sie denn, das Haus der Kunst, gab es Architekturausstellungen von Frank Lloyd Wright, von Le Corbusier, und es gab diese Filmkunstausstellung. Also was wir machen, ist eigentlich nur, was hier passiert ist in der Geschichte, diese Geschichte weitersetzen. Weil für mich ist die Kunst eine Belebung, ein Erlebnis von Utopie. Und wenn es nicht so gut geht, dann gucke ich diesen Poster an. Und das ist von Alexander Kluge, dem größten Münchner Schriftsteller. Die Utopie wird immer besser, während wir auf sie warten. Also damit sind die gemeint, die Probleme mit der Umsetzung haben, oder? Ja, absolut, absolut. Kunst ist natürlich eine Form von Utopie, ja, von Utopie-Gedanke. Aber es ist keine autoritäre Utopie, es ist eine Utopie von Gemeinsamkeit. Und das ist ganz wichtig. Ist das immer leicht in München, hier sozusagen die Verantwortlichen zusammenzukriegen? Ganz aktuell, Sie haben heute eine Pressekonferenz gegeben, ist der Ball der Künste, den Sie jetzt hier ins Leben rufen wollen, ist es schwierig, da eine Gemeinsamkeit zu finden, oder sagen in solchen Fällen die Münchner sofort, da machen wir mit? Wissen Sie, München ist noch klein genug, damit die verschiedenen Institute zusammenarbeiten können, kooperieren können. Wenn man das versucht in New York oder in London, ist das ganz schwierig. Wir stehen für Kooperation, wir kooperieren gerne, und das Ball der Künste hat auch wieder zu tun mit der Geschichte von den Künstlerfesten hier, aber ist auch eine Form von, was ich gesagt habe, Utopie, Gemeinsamkeit zusammen mit den Staatsobern. Und vielleicht ist Utopie ist heute diese Opera-Belebung, weil, wie Kent Nagano sagt, Opera ist Gesellschaft und das Publikum in Oper ist die Bühne, das Publikum ist aktiv. Und das interessiert uns, und für uns ist eigentlich Oper eine Art von, naja, Slogan, ein schönes Bild. Das muss man jetzt erklären, weil Sie machen mit Kent Nagano, also der Staatsoper, gemeinsam macht das Haus der Kunst diesen Künstlerball. Mhm. Haben Sie noch an andere Häuser gedacht, die vielleicht hier partizipieren sollten bei diesem Ball? Wir haben mit so vielen Häusern partizipiert. Ich meine, in das Ball partizipiert natürlich den Staatsoper, und das ist eine Zusammenarbeit zwischen uns und den Staatsoper. Aber wir haben das Dance Festival hier gehabt, wir arbeiten mit dem Filmmuseum zusammen, wir arbeiten mit dem Staatsschauspiel zusammen. Das Staatsschauspiel ist, den Eingang ist hier ein bisschen weiter. Mhm. Also Kooperation ist für uns wirklich ein sehr wichtiges Bestandteil von unserem Programm. Wissen Sie, ein gutes Beispiel, wie man mit dieses Gebäude umgehen kann, ja, lebhaft, lebendig, aber jedoch präzise, ist natürlich diese unglaubliche Arbeit von den afrikanischen Künstler Meshack Kaba. Aha. Und Meshack Kaba hat Frauen aus Togo gefragt, um eine Perücke zu machen, weil in Togo hat man diese Tradition, dass Frauen unglaublich schöne Perücke tragen. Und Meshack Kaba hat eine Perücke gemacht für Frauen in Togo. Mit das Motiv ist das natürlich aus der Kunst. Das ist chinesisches Haar. Aha. Und aha, wissen Sie, unsere Welt ist so globalisiert, ja, und man muss absolut in diese globalisierte Welt, muss man auch aktiv teilnehmen. Unsere Ausstellung von Andreas Kurski geht von München nach Istanbul und dann nach die Emiraten. Yayo Kusama kommt aus Japan, hat gelebt in New York, Meshack Kaba lebt in Amsterdam, aber ist geboren in Benin und arbeitet mit Frauen aus Togo, die Haar benutzen von Chinesen. Und das Motiv ist natürlich wunderbar, weil Sie wissen, das Haus der Kunst steht natürlich auch für die Rassegesetze. Ich meine, eine Kunst für ein Volk, für eine Rasse. Sie meinen, da würde sich der eine oder andere im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, ja, was heute im Haus der Kunst passiert? Ich meine, wenn Hitler wusste, was hier jetzt passiert, dann wird er sich sicherlich im Grabe umdrehen, weil das ist die ehemalige Ehrenhalle. Ja. Und diese Ehrenhalle war nur benutzt von Hitler,
für seine Eröffnungsspeeche. Und die Eröffnungsspeeche war natürlich reine Propaganda. Wir haben hier auf das Tag von Haus der Kunst auch eine Antenne. Und damals sind natürlich diese Propagandaspeeches über ein Kunst für ein Volk sind überall ausgestrahlt worden. Man muss noch mal sagen, dass er hier die entartete Kunst quasi ins Leben gerufen hat. Pass auf. Nein, hier ist die offizielle deutsche Kunst gezeigt. Die entartete Kunstausstellung, die hat stattgefunden in den Hofgarten. Aha. Zwischen Theatermuseum und Kunstverein. Aber die Ausstellung Entartete Kunst lief gleichzeitig mit die große deutsche Kunstausstellung, obwohl die Entartete Kunstausstellung natürlich viel populärer war, dann die absolute... Weil es einfach die bessere Kunst auch war. Das war natürlich auch die bessere Kunst und hier hat es nur Kitsch gegeben. Ne? Ja. Erklären Sie doch mal kurz, was wir hier sehen. Was wird jetzt hier in diesem Raum in den nächsten Wochen stattfinden? Naja, wie gesagt, die ehemalige Kunst Ehrehalle ist für uns eine Art von Projektraum. Die ist riesig groß und Stettens Eröffnungsspeeches laden wir Künstler ein, um hier Projekte zu bedenken. Und Yayo Kusama ist Japanerin, ist 78 Jahre. Yayo Kusama lebt seit die 70er Jahre in ein psychiatrisches Institut in Japan. Sie leidet an einer Art von Neurosis. Und Yayo Kusama sagt, seit ich Kind bin, habe ich Halluzinationen und sehe ich nur diese Art von Bilder. Yayo Kusama hat damit angefangen, als sie 18 war, hat das zum Kunst gebracht, hat sich sehr etabliert in New York. Und wir haben Yayo Kusama eingeladen für diese Halle, die natürlich auch eine Art von Halluzination ist, wenn man wieder an die Geschichte denkt, haben wir gesagt, Yayo Kusama, Sie können diese Halle bespielen. Was schlagen Sie vor? Und Yayo Kusama hat vorgeschlagen, dass es hier eine neue Welt gibt. Das ist die Welt von Yayo Kusama und es ist eine Art von innere Belebung. Und für Kinder und Familien ist das natürlich ganz toll, weil es gibt diesen Dom, wo man eingehen kann, es gibt ein Spiegelpalais, es gibt ein Piepshow. Und erleben Sie es als Ihren Anspruch, dass Sie die Münchner auch in Ausstellungen mitnehmen, wo Sie erstmal ratlos davor stehen? Das ist ja häufig der Fall, gerade bei moderner Kunst, dass also der Ungeschulte, der nicht täglich mit Kunst umgeht, sagt, entweder er sieht ein Bild und sagt, das kann ich auch mit drei Strichen, weil er eben nicht die Erfahrung hat und weiß, was das bedeutet. Erheben Sie das auch mit zu Ihrem Anspruch, dass Sie den Menschen, den Münchnern, das auch näher bringen, was Sie hier zeigen? Karl Kraus hat mal gesagt, dass Kunst fängt an zu akzeptieren, dass dasjenige, was Kunst ist, ist dasjenige vielleicht, was wir noch nicht verstehen. Also Kunst fängt an mit Staunen und Kunst fängt an mit Abfrage, was ist das jetzt? Und wenn man die Frage stellt, was ist das jetzt, dann stellt man auch die Frage, wer bin ich? Und bei Kusama fängt es an mit Staunen. Wenn man hier in diese Räume kommt, dann sieht man zuerst diese Ballonen. Dann denkt man, das macht Spaß. Aber man spürt sofort, dass es irgendwo etwas nicht stimmt. Dass es eine Art von Obsessivität gibt, weil diese schwarze Fläche steht natürlich auch für vielleicht Krankheit, vielleicht für Probleme, psychische, physische Probleme. Also das Gute und das Böse kommen in interessante und wichtige Kunst immer zusammen. Warum sage ich das? Denken Sie an Picasso. Denken Sie zum Beispiel an Nolde. Denken Sie an Kirchner. Immerhin, das Gute und das Böse kommt zusammen. Dasjenige, was problematisch scheint oder dasjenige, was nicht so schön aussieht, das kann wieder interessant werden und das machen Künstler wieder zu einer Art von Vermittlung. Vermittlung über wer wir selbst sind in dieser Welt. Noch einmal danach gefragt, die Menschen, die zu Ihnen hier ins Haus der Kunst kommen, sind das immer dieselben oder bemühen Sie sich auch an Schichten, an Gruppen ranzukommen, die in anderen Teilen der Stadt wohnen und eigentlich nie darüber nachdenken würden, ins Haus der Kunst zu kommen? Wir versuchen natürlich unendlich viele unterschiedliche Besucher anzuziehen. Mittlerweile denke ich, dass wir in die Lage sind, um ganz unterschiedliche Menschen anzusehen. Wir haben angefangen, wie gesagt, in 2003 und da war der Besucherstand. Ich meine, das waren ziemlich etablierte Besucher. Ich werde auch sagen, dass die Besucher etwa älter wären, dann man gewöhnt ist zu sehen. Vielleicht hat das auch mit München zu tun. Aber jetzt ist
das hat sich alles total verändert. Ich meine, wir haben in Wochenende gibt es unglaublich viele Familien mit Kindern. Es gibt ganz viele junge Leute. Es gibt eine perfekte Mischung vom Publikum. Wir bedienen sowohl die älteren Leute als auch die jüngeren Leute. Und kommen die jetzt alle aus Künstlerviertel oder kulturelle Viertel oder etablierte Viertel? Absolut nicht. Also da haben Sie das Gefühl, dass Sie die Mischung erreicht haben, die Sie erreichen wollen? Ja. Wir arbeiten jetzt an einem Projekt im Juni, wo wir die Showcase, die auflegen in Liga 1 und die Registratur, das ist ein Kollektiv, das heißt Goma Records, die haben wir eingeladen, um ein Akustikguide, ein Soundscape, ein Soundtrack zu entwerfen für die nächste Ausstellung von Gilbert & George. Und es wird ein Soundmix, a tribute to Gilbert & George, mit Musik von Rufus Wainwright, mit Musik von Anthony and the Johnsons. Also dasjenige, was die jungen Leute kennen. Und das versuchen wir. Wir versuchen immer neue Tricks, um das Publikum hier im Haus der Kunst zu konfrontieren mit Kunst. Was Sie ja auch noch im Haus der Kunst haben, ist eine der bekanntesten Schickeria-Diskotheken, die es in der ganzen Republik gibt. Welche Bedeutung dieses P1 für Sie, für das Haus der Kunst hat, darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Herr Dakan, eigentlich wollten wir über P1 reden, aber jetzt kommen wir an dieser Stiftertafel vorbei, an der Sie gesagt haben, dass sie hierher gehört. Das sind die Leute, die 33 das Haus der Kunst mitfinanziert haben. Haben Sie Probleme bekommen, als Sie gesagt haben, Sie sind diese Tafel mitten ins Haus der Kunst stellen wollen? Nein, aber überhaupt nicht, weil wie gesagt, es gehört zu unserer Politik, um das Haus zu vermitteln, die Geschichte von das Haus zu vermitteln. Und wie gesagt, lebhaft, Kusama, aber doch präzis, Grundsteinstifter zum Haus der deutschen Kunst. Und normalerweise, wir machen jetzt einen neuen Text, weil immerhin wird den Text aktualisiert. Dies Ding wird auch vermittelt. Es wird erklärt, was passiert ist. Zum Beispiel, die Leute sind fasziniert von diesen Löchern. Ja. Damals in 1945, wann die Amerikaner in München gekommen sind und das Haus der Kunst benutzt haben, haben die gesagt, alles, was irgendwo mit die Geschichte zu tun hat, im Sinne von Signalisation oder Visualisation, muss weg. Also sofort Grundsteinstifter weg. Das haben wir zurückgefunden im Keller. Aha. Und das ist natürlich interessant, dass die Geschichte von Haus der Kunst ist eigentlich noch nie wirklich bearbeitet. Und damit haben wir wirklich angefangen jetzt. Und wegen das gehört so ein Fragment zu der Geschichte. Wir stellen es auch aus als Fragment. Aha. Es ist nicht so, dass das Ding wie ein Monster oder ein Tabu präsentiert ist. Steht er halt. Absolut. Haben Sie mal recherchiert, ob das wirklich wahr ist, dass gerade diese Halle hier der Basketballplatz von den Amerikanern war, als die hier mit ihren Offizieren waren, dass sie da so eine Basketballhalle draus gemacht haben? Wissen Sie, es gibt so viele Geschichten über das Haus der Kunst. Was interessant war, ist, dass das Haus der Kunst auch vernetzt war, im Sinne mit Camouflagenette in 45 bedeckt. Und hier haben die GIs nicht nur Basketball gespielt, aber das war auch eine Manege. Also, was interessant ist, es gab Basketballplayers, es gab Pferde. Wir haben Paul McCartney gehabt, wir haben jetzt Kusama, wir werden auch Christoph Schlingenschief haben. Wir setzen eigentlich diese Geschichte auch wieder weiter. Vielleicht sollen wir etwas tun mit Pferde. Gute Idee. Sagen Sie, Sie kommen ja nun eigentlich ursprünglich gar nicht so aus der bildenden Kunst. Sie sind ja eigentlich mehr so ein Mann der Bilder, der Fotografie, des bewegten Bildes. Wie kam denn das eigentlich bei Ihnen persönlich, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, weg vom bewegten Bild hin zum statischen Bild? Ja, ist umgekehrt. Ich komme ursprünglich aus der bildenden Kunst. Wissen Sie, ich war einer von den schlimmsten Künstlern damals in Belgien. Ich habe Performances gemacht, ich habe gemalt, wenn ich 18, 19 war. Und dann habe ich so gesagt, aber das geht doch nicht. Da redet aber heute keiner mehr drüber. Du bist so schlecht. Ich sage das auch immer an Studenten, wenn ich in einer Akademie bin, dann sage ich, wissen Sie was, ich habe aufgehört, Kunst zu machen. Quatsch, ich war wirklich ein ganz schlimmer Künstler und ich wollte nicht frustriert werden, habe ich gesagt, jetzt gehe ich arbeiten von besseren Künstlern, die gehe ich nicht nur präsentiere, aber auch produziere. Wollen wir da rein? Ja. Hier ist der Gurski. Sehr gut. Ja. Okay. Und ich habe mich dann eigentlich sofort interessiert für verschiedene Gattungen. Ja. Nicht nur die bildende Kunst, aber auch Theater. Ich habe Theaterwissenschaft studiert, Film und ich habe mich interessiert und eingesetzt für Fotografie. Ja. Das wird natürlich den großen Renner werden, hoffentlich,
weil das ist die erste große Ausstellung seit Jahren in Deutschland von dem berühmten Fotograf aus Düsseldorf, Andreas Kurski. Andreas Kurski kommt aus der sogenannten Becher-Schule. Wir hatten schon die Becher hier. Und Andreas Kurski ist deswegen interessant, weil eigentlich seine Fotografie geht wieder zurück nach die Malerei. Wenn ich sage zurück, Fotografie hat angefangen im 19. Jahrhundert mit einer Art von Auseinandersetzung mit die Malerei. Und die Fotografie hat sich die Malerei immer angenähert. Jetzt kann man sagen, dass diese Fotografie die Malerei als solches ein Stück weiterbringt, weil diese Fotos sind digitalisiert. Das bedeutet, Kurski nimmt Aufnahme und geht dann seine Fotos bearbeiten wie ein Gemälde. Das sieht man hier mit dieser Formel-1-Strecke in Bahrain. Das sieht natürlich aus wie ein optisches Spiel. So existiert diese Racetrack nie. Aber vielleicht ist diese Racetrack deswegen realistischer, weil so fühlt sich diese Racetrack in unseres Gehirn an. Wie Kusama ist das auch wieder hier ein Spiel mit Wahrnehmung und optischen Phänomenen. Sie sind jemand, der sich sehr auf Fotografie, da drüben würde ich gerne noch mal zu dem Foto gehen, weil das sieht aus wie, sind das viele Menschen? Oder, nee, auf jeden Fall sind Sie jemand, der die Ausstellung doch sehr der Fotografie auch widmet. Ne? Ja. Ist das erstmal für Ihr Publikum schwierig gewesen, das zu akzeptieren? Weil wenn man in so ein Haus der Kunst kommt, dann will man ja doch mehr so gemalte Geschichten sehen. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Aber wissen Sie, die Fotografie ist die wichtigste Transformation von der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. Jetzt redet man auch über Videokunst und Film. Aber Videokunst und Film ist nur eine in Bewegung gesetzte Fotografie. Und wie gesagt, was passiert im 19. Jahrhundert, dass die Fotografie konkurriert mit der Malerei und vice versa, das findet heute immer wieder erneut statt. Es ist so, dass die Fotografie, die wir hier präsentieren, dass das ein Stück von der Kunstgeschichte ist vom 20. Jahrhundert. Wir präsentieren nicht nur die Fotografie, die sich die bildende Kunst annähert. Wir sind auch interessiert in dokumentaristische Arbeiten, wir sind interessiert in Porträt- oder historische Fotografie, sogar in wissenschaftliche und technische Fotografie. Weil Fotografie ist die wichtigste Transformation von die Kunst im 20. Jahrhundert. Sie sind ja quasi einer, der bestimmt, was wichtig ist. Und Sie bestimmen es dadurch, dass Sie es hier in Ihr Haus reinholen. Wie wichtig ist Ihnen diese Verantwortung? Das ist eine ganz wichtige Verantwortung, weil unsere Kuratoren und ich, unseres Team, wir sind keine sogenannte Nachfolger oder Nachlaufer. Es gibt in unserem Umfeld viel zu viel Sammler und Kritiker und Kuratoren und Direktoren, die sagen, das ist wichtig, weil er oder sie gesagt hat, dass es wichtig ist. Wir machen vielleicht auch Fehler, weil Scheitern gehört auch dazu. Aber wenn Sie sagen, Sie bestimmen mit, nein. Ich glaube, wir haben die Mut und wir nehmen die Verantwortung, um zu sagen, wir finden das interessant wegen das und das und das und das. Das ist eine sehr große Verantwortung. Eine sehr große Verantwortung. Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele gibt, die sagen, ich muss mit dem Derkon ins Gespräch kommen, ich muss mich bei ihm interessant machen, damit er mich als Künstler überhaupt akzeptiert, wahrnimmt und dann, wenn ich Glück habe, hier in diesen heiligen Hallen sozusagen ausstellt. Ja, aber das gehört zum Spiel von die Moderne. Wissen Sie, wie das alles angefangen hat? Ausstellungen und Sammlungen und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte. Das hat natürlich zu tun mit das Phänomen von der Jury. Damals haben Künstler gesagt, wir werden nicht ausgestellt in die königlichen Salons, das war in Paris, wir werden unabhängig. Naja, sagte die Organisation, trotzdem brauchen wir eine Jury. Es gab eine Jury für die sogenannten unabhängigen Künstler, die verweigert waren von den königlichen Salons. Die Jury von den Unabhängigen hat auch wieder Künstler zugelassen und verweigert. Und plötzlich gab es eine Gruppe von Künstlern, die sagen, wir sind verweigert von den Verweigerten, die verweigert sind von den Königlichen. Wir werden auch wieder einen Salon haben. Und in diesem Salon gab es auch wieder eine Jury, die auch wieder Künstler verweigert hat. Marcel Duchamp mit seinem Urinoir war verweigert von dem Salon des Refusés. Und deswegen hat Marcel Duchamp gesagt, jetzt gehe ich nach Amerika. Und das Museum für moderne Kunst, das MoMA in New York, ist geboren auf einen Moment,
wann Kunst nicht lange mehr möglich war, weil die Jurys sagten immer, das ist kein Kunst, das ist kein Kunst, das ist kein Kunst. Van Gogh und so, der hat auch dazu gehört. Der ist absolut auch erst nach seinem Tod. Ist auch einer von die immer verweigert wurde von Menschen wie ihn nie erkannt. Also was interessant ist, das Museum für moderne Kunst ist geboren auf einen Moment, dass Kunst nicht lange mehr möglich war, weil es gab immer diese Jurys, und nicht nur Jurys, auch das Publikum und die Presse, die sagen, das ist kein Kunst, das ist kein Kunst, das ist kein Kunst. Also in die Sinne gehört das Spiel von Annäherung, von Direktoren und wir sind eigentlich noch immer die Weitersetzung von das Phänomen von die Jury vom 19. Jahrhundert. Gehen Sie manchmal so auf Bilder zu und sagen, das ist jetzt super, oder brauchen Sie immer auch das Gespräch mit dem Künstler, um zu erfahren, was ist das für einer und spricht er mich auch persönlich an, damit ich ihn ausstellen kann? Oder kann es auch passieren, dass Sie hier Leute ausstellen, neue Leute, mit denen Sie vorher nie geredet haben? Absolut, ja. Wissen Sie, Florian Süssmayr habe ich damals gesehen in einen Raum, einen völlig kaputten Raum in die Bayerstraße. Ich kannte den Süssmayr nicht, aber seine Bilder interessierten mich, weil ich war fasziniert, weil ich es nicht verstanden habe. Es passiert oft, dass ich Bilder sehe und denke, Mensch, da verstehe ich nichts von, das fasziniert mich. Und dann kommt es auch vor, dass man erst den Künstler mal sieht und dann fragt, was machen Sie dann für Bilder, dass dem Mensch wieder interessant ist. Also beides passiert. Wir sind ja im Haus der Kunst und es hieß ja mal früher Haus der deutschen Kunst, noch unter den Nazis. Und das alleine wollte ich mal zur Frage nutzen, inwieweit ist es Ihnen wichtig, deutsche Kunst hier zu zeigen? Oder sagen Sie, globalisierte Welt, es ist völlig wurscht, Hauptsache es ist gute Kunst? Na, ich glaube beides. Es ist wichtig, dass man hier in München, aber das habe ich auch gemacht damals in New York oder das habe ich auch gemacht in Belgien und früher auch in die Niederlande, wann ich Direktor war von Rotterdam, man braucht immer sich auseinanderzusetzen mit die eigene kulturelle Identität. Aber dieses eigene kulturelle Umfeld ist natürlich Teil von einer globalisierten Welt. Aber wenn man nicht in die Lage ist, sein eigenes Umfeld zu sehen, zu bespielen, ist man auch, glaube ich, nicht in die Lage, um das weitere Feld zu beschreiben. Also ich glaube, dass beides nötig ist. Es ist nicht so, dass man sagen kann in dieser komplexen Welt, ich bin nur interessiert in was hier passiert. Beides ist absolut notwendig. Man weiß von Ihnen, dass Sie sehr viel rumreisen, in die Türkei, nach Amerika, auch Südamerika ist für Sie ein interessantes Feld. Inwieweit brauchen Sie das, um hier aktiv werden zu können, diesen Austausch mit der internationalen Kunstwelt? Was mich seit meiner Kindheit fasziniert, weil mein Vater Urbanist ist und ganz viel in Afrika gearbeitet hat, ist natürlich dieser unglaubliche Ehrgeiz von uns in dieser westlichen Welt zu sagen, dass Kunst ist ein Ding von das Westen, von der westlichen Zivilisation. Das ist absoluter Quatsch. Was interessant ist, natürlich zu sehen, wie die Modernen oder wie das Moderne akzeptiert ist, wie sich das verschoben hat, wie sich das verändert hat, nicht nur in Europa, aber natürlich auch in Südamerika und auch in Westafrika und auch in Asien. Und Andreas Gursky ist ein phänomenales Beispiel von diesem ganz tiefen Interesse in das eigene. Zum Beispiel diesen Foto, das ist Schiphol, Amsterdam. Andreas Gursky hat auch in Ruhrgebiet und in die Alpen fotografiert. Das ist ja so architektonische Absolut. Fotografie. Aber gucken Sie dann, was passiert. Hier ist Andreas Gursky in Kairo. Sehen Sie Andreas Gursky? Das ist Kairo in Ägypten. Andreas Gursky, seine Bildwelten sind Bildwelten von dieser Globalisierung. Und Andreas Gursky ist für mich ein ganz gutes Beispiel von dieser Auseinandersetzung mit dieser total andere Welt und auch andere Bildwelten. Also man muss viel reisen und man muss auch dahin gehen, wo die meisten sagen, da gibt es nichts. Es gibt immer etwas zu entdecken. Zum Beispiel, wenn wir die jung gestorbene Inderin an Rita Shergill hier gezeigt haben, die ist verstorben, wann sie 29 war, aus einer ungarisch-indischen Familie, aufgewachsen in Paris, studiert in Paris. Solche Ausstellung lernt uns ganz viel über uns selber, nämlich über unsere eigene Angst für das andere, für der andere, für die andere. Und wenn man das mal wegnimmt und wenn man
mit einem offenen Blick, mit einer großen Neugier und mit Präzision. Man muss immer den Kontext kennen. Ich meine, man muss, wenn man redet über Brasilien, muss man auch wissen, dass es da damals die Holländer gab und die Portugiesen. Ja, wenn man sich das leisten kann, und das muss man sich leisten wollen, dann wird die Welt viel interessanter. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, dann, hier kommen dann sozusagen die LKW an, bringen diese riesigen Bilder. Mhm. Nach welchem Schema gehen Sie eigentlich vor? Nach welchem Prinzip, wo welches Bild hängt? Das war, ist es mehr ein Zufallsprinzip oder überlegen Sie sich, wie die Bilder aufeinander reagieren? Die Bilder, die kommen da an mit LKWs. Das ist ein riesiges Transport gewesen, 55 Bilder. Ich glaube, dass die Kisten, die sind mittlerweile, hier gibt es noch einen. Die Kisten sind extra angefertigt, das sind neue Kisten. Das sind neue Bilder sozusagen, neue Exhibition Prints, Ausstellungsdrucke, weil diese Bilder gehen weiter, nicht nach die üblichen Museen in Frankreich oder Amerika. Diese Bilder gehen weiter nach Istanbul und nach die Emiraten und hoffentlich auch nach Indien und China. Aber erst kommt es hier an. Erst kommt hier an und es gibt für den Moment in London und in das Ruhrgebiet, aber auch in China gibt es Künstler, Ateliers und die haben alle Baumodelle von das Haus der Kunst. Aha. Überall für den Moment, weil wir arbeiten jetzt mit Anish Kapoor aus Bagdad, lebt in London, wir arbeiten mit einem Chineser, Ai Weiwei, wir arbeiten mit Gilbert & George, wir arbeiten mit Andreas Gurskin. Überall in die Ateliers stehen Baumodelle und die Künstler fangen dann an, wie in ein Puppenhaus sozusagen oder ein kleines Marionettentheater mit kleinen Kopien von den Bildern, um die Bilder zu platzieren. Aber Sie werden doch da sicherlich auch Einfluss drauf ausüben können. Dann kommt der Curator, in diesem Fall Thomas Wesky, ein unglaublich großartiger Fotospezialist. Aha. Und dann sagt dann Andreas Gurski, ich glaube, dass vielleicht das Bild besser dahin kann. Und es geht nicht immer um nur rein Ästhetik, es geht auch, welche Geschichte erzählen wir mit der Abfolge von den Bildern. Also warum hängt dieses Bild jetzt quasi neben dem? Hier haben wir ein, das ist wahrscheinlich Niagara-Fall oder ist es Iguazu? Guck mal, was hier passiert. Das ist Niagara und das ist eigentlich, kann man sagen, sieht aus wie ein Gemälde von einem Amerikaner aus 19. Jahrhundert, Benjamin West, sag mal so. Ja. Und das hängt neben dieses Alpenlandschaft. Das ist die Engadin. Sehen Sie Sils Maria. Und das ist hier Maloja. Und das ist ein Skimarathon, und, oder? Das ist der größte Skimarathon in die Engadin. Ein langer. Also hier wird eigentlich die Tradition von das Alpenbild wird wieder aufgenommen. Und mit die neue Kameratechnik wird natürlich ein neuer Standpunkt eingenommen, weil ein Maler und das Menschliche auch kann natürlich so etwas nicht sehen. Hier steht zwischen das Menschliche auch und das, die Szene steht natürlich ein Kamera. Und das ist diese Transformation, das Ding hier, das ist die Transformation vom 20. Jahrhundert. So können wir diese Szene in beide Niagara Wasserfalls nicht sehen. So können wir die nicht beleben. So erfahren wir nicht eine Bibliothek. Die Erfahrung ist uns vorgespiegelt von der Kamera auch. Was jetzt interessant ist an diese drei Bilder oder an dieses Bild, was ist das? Das ist ein Hochhaus. Was jetzt interessant ist an diese Bilder, ist, dass man hier etwas entdeckt von das Barocktheater, nämlich eine Art von Leichtigkeit, als ob man irgendwo in einer von diesen frühen Montgolfières sitzt, in diese Luftballone. Man schwebt über der Welt. Also irgendwo findet das wieder Anschluss bei eine Art von Barocktradition. Müssen Sie hier sehen, was hier passiert. Das ist ein Bild von Monaco. Ja. Und ich war selber da, wann Andreas Gurski das aufgenommen hat. Formel 1 Monaco. Formel 1 Monaco. Wir waren beide eingeladen vom BMW. Und hier gibt es ein Hochhaus und BMW hatte die Dachterrasse gemietet. Und das ist ein Unfall, was passiert. Hier gibt es einen Pitstop, hier gibt es eine Tribüne, hier gibt es das Schiff von Paul Allen und von Abramowitsch, Milliardärs mit diesen riesigen Schiffen. Dem gehört Chelsea, aber der Fußballverein. Ne? In Realität hat das natürlich nicht so stattgefunden, wie man das hier spürt. Das war nicht simultan. Diese Szene war Kilometer entfernt, diese Szene war viel weiter entfernt. Und Andreas Gurski hat wie ein Maler, wie die berühmte Venezianer, wie Canaletto,
das Bild wieder zusammengesetzt. Und doch kann man sagen, hey, jetzt verstehe ich das Zirkus, diese Spektakelwelt von Bernie Eccleston viel besser. Weil das ist, was Bernie Eccleston, den Organizer, Manager von Formel 1, in seinem Kopf hat. Das ist unsere Welt von Spektakel. Wir waren hier und dann hatten wir die Parties auf dem Schiff hier. Und eigentlich war die Formel 1 nur den Anlass für eine riesige Party. Was Ihre nächsten Pläne sind, was die nächste Party vom Haus der Kunst sein wird, darüber möchte ich mich jetzt mit Ihnen unterhalten. Die nächste Party. Jetzt würde ich doch gerne mal von Ihnen wissen, welche Bedeutung für Sie das P1 hier hat im Haus der Kunst. Ist es wichtig, dass es da ist oder für Sie eigentlich völlig wurscht? Nein, P1 ist Teil von der Geschichte von das Haus der Kunst. Ich meine, damals gab es in das Haus der Kunst die Golden Bar, es gab eine Bierstube. In die 60er Jahre hat natürlich das Phänomen Diskothek eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung bekommen, weil München war die Partystadt, die Dandystadt, war die Stadt von den Klatschblättern in Deutschland, nicht Berlin, das war München. Wir haben geredet über Patti Smith. Patti Smith kam hier feiern, in den 60s und 70s, Gunter Sachs und so weiter, und nicht in Berlin. P1 ist Teil von dieser Geschichte. Also wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis mit P1. Wir haben oft Zusammenarbeiten, zum Beispiel während der Ausstellung von Herzog Dümmerow haben wir zusammen hier das Weltmeisterschaft Fußball belebt. Und jetzt wird Andreas Gurski seine Ausstellungseröffnung feiern in P1. Er hat von der ganzen Welt seine Freunde eingeladen und die werden alle hier kommen und dann gibt es eine tolle Zusammenarbeit mit P1. Ich würde gerne noch mal kurz über diesen Künstlerball mit Ihnen sprechen, den Sie jetzt planen. Mhm. Ich meine, das Ticket ist ja relativ teuer. Also da gibt es drei verschiedene. Das eine kostet so um die 900 Euro, das mittlere kostet so um die 600 und dann gibt es eins, da kriegt man aber keinen festen Platz, sondern muss flanieren, ungefähr um die 100 Euro. Wer glauben Sie denn, wird da in München das attraktiv finden und dann kommen wollen? Ich bin gespannt. Ich meine, es ist nicht so, dass wir nur Feste organisieren für 800 oder 200 Euro. Es gibt in Haus der Kunst auch Partys, wo alle hinkommen können. Das Opernball ist ein Künstlerfest. Man muss das sehen wie eigentlich eine Opergeschichte. Es gibt tolle Musik, es gibt sehr tolle Orchester und es gibt auch diese Visualisierung. Man kann sagen, dass es eigentlich eine dreidimensionale Oper ist, wo das Publikum auch die Bühne ist. Und das ganze Haus wird bespielt. Das ist eine enorme Logistik. Und ich glaube, das lohnt sich, um das mal zu versuchen. Aber Sie sind ja auch Marketing beschlagen. Und da ist es ja dann auch für Sie wahrscheinlich eine Überlegung, was wollen Sie sozusagen aus dem Hut zaubern? Der Hauptgrund, weswegen die Leute kommen, wir wissen vom Wiener Opernball, da wird dann immer irgendein Celebrity in Anführungszeichen hingelockt. Man muss das Haus der Kunst immer wieder neu beleben, immer wieder neue Zielgruppe anziehen. Und das Künstlerfest oder das Ball der Künste oder das Opernball, es gibt ganz schöne Andeutungen, dass man noch nicht so gut weiß, was das eigentlich werden soll. Ja. Das ist eine von den vielen Möglichkeiten, um das Haus wieder neu zu beleben. Mit einer bestimmten, mehr etablierten Zielgruppe. Aber das Zweck von das Ball der Künste ist natürlich auch irgendwo die Jugend, was man verdient, das geht zum guten Zweck. Und das interessiert uns immer. Es ist nicht, um uns selber zu bereichern. Wenn Sie jetzt, ich meine, Sie sind jetzt 4 Jahre hier und wenn Sie sich jetzt überlegen, was so in den nächsten 4 Jahren, wir können ja hier nochmal uns die Bilder das gleich... Das sind die James-Bond-Insel in Südchina. Ah ja. Heißen auch so, James-Bond-Insel. Dann verstehen Sie, wie virtuell unsere Welt ist, nicht? Die heißen James-Bond-Insel. Vor allen Dingen sind die Strände so schön beleuchtet. Ja. Aber das hat er gemacht mit seinem digitalen Pinsel. Das hat er nachträglich gemacht. Er macht das mit Computer und Andreas Gurski fängt dann an zu malen. Also wo wollen Sie mit dem Haus der Kunst in den nächsten 4 Jahren hin? Was wird das Haus der Kunst in 4 Jahren von heute unterscheiden, in dem, wie es seinen Außenauftritt hat? Dass das Haus der Kunst noch mehr besucht ist dann jetzt, dass wir noch komplexere Ausstellungen machen, die wir sehr einfach vermitteln können,
dass wir komplexe Inhalte anbieten können an ein großes Publikum, dass wir das Publikum enthusiast machen für etwas, was man noch nicht kennt, dass man hier auch den ganzen Welt einladet. Das bedeutet nicht nur Kunst aus München, nicht nur Kunst aus Europa und Amerika, aber auch Kunst aus anderen Kontinenten. Und dass das Haus der Kunst ein Beispiel ist für eine neue Form von Kunstvermittlung. Das wollte ich gerne erreichen. Und auch, wo verschiedene Gattungen immer dauernd zusammen anwesend sind. Von den Oper bis zum Fotografie, Film, Architektur, Design und so weiter. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie sich viel in der Welt bewegen, viel sich anschauen. Wo gibt es denn das Haus, wo Sie sagen, dass sozusagen das Optimale fast schon erreicht ist? Gibt es sowas zurzeit auf der Welt? Ja, ich glaube, ich gucke immer mit Eifersucht nach, was unsere Kollegen in London machen, Tate Modern. Tate Modern ist wie eine Art von Fun Palace. Und wenn ich sage Fun Palace, dann rede ich nicht über Entertainment, dann rede ich über ein Konzept, was für die 60er Jahre ganz wichtig ist. Fun Palace, von Spaß. Spaß, ja. Spaßpalast. Mhm. Aber wenn wir sagen Spaßpalast, dann denke ich an die Konzepte von den Idealisten, Utopisten von den 60er Jahre. Mhm. Gerade, dass man noch unbekannte Inhalte popularisiert, dass dasjenige bekannt macht, was man noch nicht kennt. Ich glaube, Tate Modern ist ein ganz gutes Beispiel, was wir eigentlich erreichen wollen. Und wir arbeiten jetzt auch zusammen mit Tate Modern. Unsere Ausstellung von Amrita Shergill eröffnet in 3 Wochen in Tate Modern. Und Gilbert & George, die nächste Woche in Tate Modern eröffnet, kommt jetzt nach München zum Haus der Kunst. Wie ist denn das finanziell? Haben Sie genug finanzielle Möglichkeiten oder ist das eigentlich die natürliche Barriere, über die Sie immer wieder drüber springen müssen? Das ist eine natürliche Barriere, weil, wissen Sie, die Kunsttransporte und die Kunstversicherungen wegen dieser wahnsinnige, hysterische, explodierende Kunstmarkt, das wird immer schwieriger. Diese Ausstellung wäre nicht möglich gewesen, wenn Gursky diese Fotos nicht extra abgedruckt hätte als Ausstellungskopie, Ausstellungsabdrücke für diese Ausstellung, weil die Leihgeber, die wollen nicht mehr ausleihen. Oder die Versicherungskosten sind zu teuer oder die Begleitungskosten sind zu teuer. Also es wird immer, immer, immer mehr und mehr und mehr Geld kosten. Und Bayern hat keine Staatshaft. Können Sie mal so ungefähr sagen, was eine Ausstellung wie diese hier mit also wirklich sehr, sehr beeindruckenden Bildern, mit Kunst, sie kostet? Diese Ausstellung kostet weniger als normale Ausstellung, weil sie koproduziert ist. Wir haben diese Ausstellung koproduziert mit den Künstlern, mit anderen Ausstellungshäusern in Istanbul und Chagall. Und das bedeutet, dass man die Produktion, die neue Anfertigung, die Crates, die Kiste oder den Arbeit mit den Künstlern, das kann man alles durch 3 teilen. Das ist den Künstler Lauftar jetzt. Können Sie da eine Zahl nennen oder ist das Betriebsgeheimnis? Das ist Betriebsgeheimnis. Aha. Und kommen denn die Künstler dann auch her und schauen sich an, wie Sie die Kunst gehängt haben oder wie Sie sie hängen wollen? Haben Sie dann auch immer den Künstler hier, wenn die Ausstellung stattfindet? Sie haben jetzt gerade Andreas Gursky durch das Bild ziehen laufen. Andreas Gursky war hier oft. Ich meine, für 2 Jahre hat er sich das Haus angeguckt, hat bestimmte Bedingungen gestellt, hat gesagt, hey, ich will noch mehr von dieser alten Holzteile weg, ich will noch mehr von dieser alten Lichtpartei weg, ich will die Architektur pur haben. Das haben wir gesagt, okay, das machen wir, weil das ist gleich in unserem Sinne. Das war die erste Bedingung. Zweite Bedingung war, dass er sagt, ich will gerne 55 Fotos hängen können. Ich will gerne große Arbeiten. Also ist ziemlich oft hier gewesen und jetzt läuft er seit Tagen rund. Es ist ja von vielen, Managern von Museen und auch von Opern, Balletthäusern, denen ist immer wichtig, dass möglichst viele Politiker kommen, damit sie auch sehen, was mit dem Geld passiert, was man ja eigentlich von der Seite eintreiben muss. Haben Sie das Gefühl, dass genügend Politiker hier sich Ihre Ausstellung angucken? Ich glaube schon, weil wir haben natürlich die meist wichtige Politiker in unserem Aussichtsrat. Das ist Dr. Goppel und Dr. Faltelhauser und die sind sehr enthusiast, obwohl die man nicht immer sieht auf Vernissage, weil die haben auch eine sehr, sehr besetzte Agenda, kommen sie oft vorbei. Denn ich habe mit Faltelhauser noch eine Diskussion gehabt über Herzog Dümmerung. Er sagte mir, die Ausstellung Herr Derkorn war wunderbar, aber es fehlten die schönen Makete. Und dann haben wir uns auseinandergesetzt, freundlicherweise, interessanterweise, über was ist eine
Architekturausstellung. Wie soll man Architekturausstellung? Mit Dr. Goppel habe ich mich damals auf wirklich auseinandersetzen können über die Ausstellung von zum Beispiel Aedesa Henderles, diese Sammlerin, geboren als Holocaust-Überlebende, KZ-Überlebende. Sie ist geboren in Magdeburg in 1946, ist dann mit den Eltern nach Kanada gegangen und sie hat eine Ausstellung gemacht über ihre eigene Biografie, über was sie hier erfahren hat. Hat der Aufsichtsrat so ein bisschen Einfluss auch auf das, was Sie hier machen? Oder? Nein, der Aufsichtsrat ist sehr distanziert, was auch nötig ist. Der Aufsichtsrat kann nicht uns sagen, das sollen Sie zeigen, das sollen Sie nicht zeigen. Das wollen die auch nicht tun, weil Bayern, Freistaat Bayern, hat noch immer das Gesetz, die Kunst, das ist irgendwo wie eine Republik in das Königreich. Dann kann ich Ihnen wünschen, ein Königreich in die Republik, dass Sie Ihre Republik noch lange für sich erhalten können. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Danke. Wiedersehen.